Bären sind auch schon bald parat. Wie ihr seht, spielt der Dritton mit IB und der Doni mit GC, so wie ich vorhin erwähnt. Jawohl. Der Doni hat heute den ganzen Tag mit GC gespielt, richtig, oder? Ich glaube, bei der Gruppe hat irgendein anderes Team gehabt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher gewesen, was sie ist. Aber okay. Ich denke, IB hat er am Anfang gespielt und hat gewechselt nachher auf GC im zweiten Spiel. Ja. Hat wahrscheinlich gemerkt, es passt nicht so mit dieser Mannschaft, die er gespielt hat. Und ja, seit der GC hat er noch kein Spiel verloren. So, der El Mayor, der Bruno ist mit dabei im Stream. Herzlich willkommen. Cool, bist du dabei. Er ist für GC. Für den Doni. Für den Doni, richtig. Also, die Stellungen noch einmal überprüft. Die sind natürlich bereits schon vorgestellt gewesen. So, die beiden Herren können loslegen. Startsignal von uns haben sie. Willst du auch reinlaufen lassen bei mir? Start ist okay. Da, los geht's zwischen Young Boys Bern, der Dritton Arifi und Grasshoppers Zürich mit dem Doni Musa. So, ich würde mal meinen, genau gleich wie vorhin, die ihr supportet, Hashtag mit dem Namen kurz oder vielleicht mit dem Team. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim zweiten Halbfinalspiel. Richtig. Also ich bin mir gerade am Überlegen, wer da die Vorderhand wird nehmen. Ich kenne beide Spieler, kenne ich aus dem Online-Leben, sage ich mal mehr. Der Dritton Arifi habe ich noch nie an einem Live-Turnier gesehen. Ich habe auch mitbekommen, was er online schon ein bisschen geleistet hat mit Food Champs. Beim Doni wissen wir es, er ist ein sehr starker Spieler. Er hat, glaube ich, heute mehrmals ist er in Rückstand gegangen und hat dann noch das Spiel für sich entscheiden können. Man sieht beim Doni, er hat den Willen einfach dazu, falls er mal 1-0 in Rückstand geht, er gibt nicht auf und denkt einfach bis zur letzten Minute. Jawohl, richtig. Persönlich zum Dritton kann ich gross nichts sagen, weil ich kenne ihn nicht. Ich habe jetzt nur so ein paar Szenen gehört von ihm, wie er Online-Turnier abgeschnitten hat. Aber eben wie gesagt, ein Live-Turnier habe ich ihn auch noch nie gesehen. Alles klar. So, dann kommt er aber da zu seinem Rest. Wie hat der Goalie den noch gehabt? Also, da jetzt noch ein bisschen Schwein für den Doni. Jawohl, also wir sehen hier Mehrheit für den Doni. Hashtag Doni sehen wir da. Ja, der Doni hat eine gute Fankurve, denke ich mal. Richtig. Der Arto Arifi. Aber er muss sich da beweisen. Mit einem Herzchen für den Dritton. Ja, wir werden es jetzt sehen. Wird nicht einfach für den Doni. Aber jetzt vielleicht, aber nein, da gut verteidigt. Wie gesagt, in einem Halbfinalspiel, da spielt die Nervosität eine grosse Rolle. Wenn man sie ruhig behalten kann, hat man schon mal einen grossen Vorteil. Du sagst es. Aber wie ich gesehen da machen das beide bis jetzt stabil. Schönes Zusammenspiel da vom Dritton. Kommt er jetzt da nochmal einen Schritt weiter führen? Jawohl. Ball nochmal in Mitte. Doni macht dort sehr gut zu. Also man sieht, der Dritton versucht den Gegner nervös zu machen und mit Passspiel um den 16er. Was ich beim Doni gut finde, er antizipiert. Also man sieht, dass er schon weiss, den Raum. Sozusagen, ja, er weiß, er drückt nicht ab. Ja. Er weiß, er will fast bis ins Goal reinpassen, wenn man so Barcelona zum Beispiel kennt, und will dann auf Nummer sicher den 100%ig dann abdrücken. Und wie jetzt da siehst, er steht immer bei einem, wo der Ball könnte überkommen. Also, Verteidigen, das macht er ziemlich gut. Das habe ich auch schon vorhin bemerkt beim Doni. Sobald man merkt, es kommen mehrere Pässe um den 16er, er behaltet Ruhe und schafft es immer noch wieder zu klären. Es kann sicher irgendwie ein Goal oder so kassiert bis jetzt. Der Leo stellt da noch die Frage, wo sind sie am Spielen? Wir sind in Oftringen beim Mediamarkt. Gerade wenn du in den Shop reinlaufst, also vor dem Mediamarkt, siehst du uns. So, jetzt vielleicht für den Dritton. Hat eine gute Chance mit dem Moaro, läuft er rein. Bringt den Ball in die Mitte.
So, jetzt macht er dann dort dazu. Ja. Ja, aber einer ist da bei ihm noch vor dem Goal. Ui. Also jetzt. Der hat das ganze Defensivspiel von ihm jetzt ein bisschen versaut. Ja. Jawohl. Aber es ist noch mal gut gegangen für den Doni. Also der Triton macht viel. Ah, ich auch gerade sagen. Macht ziemlich Druck. Der Doni muss da rausspielen, muss sich Platz erschaffen. Merkt, die Träume sind eng. Versucht zu überrussen. Vielleicht ist das die Lösung. Aber es sind beide voll konzentriert. Man merkt es. Nehmal. Super Spiel. Ja, sie machen es gut. Ja. Noch ein bisschen auch so ein Abtasten, sage ich genau, mal. Genau, um zu schauen, wie der andere drauf ist, wie er spielt, was er vorhat. Okay. Ich sehe so im Halbfinale sehe ich des Öfteren eben so Flüchtigkeitsfehler. Die haben wir jetzt vorher mehr gesehen beim ersten Halbfinale. Ja, das liegt vielleicht, wobei meiner Meinung nach, weil der Doni zum Beispiel ist einer, der weiss, wie sich verhalten ungefähr an K.O.-Runden. Ja, ja, ja. Der Dritte weiss jetzt zum Beispiel nicht, aber anhand von seiner guten Leistungen in der letzten Zeit denke ich auch mal, dass er weiss. Er ist auch sattelfest. Ja. Ja, das war abseits gewesen. Ja, also es bleibt weiterhin spannend. Die erste Halbzeit ist jetzt dann durch. An dieser Stelle noch einmal kann ich erwähnen, dass vorher das Halbfinale Nummer 1 der Dusan, richtig? Ja. 2:0 gewonnen hat. Genau. Und er wartet jetzt eigentlich auf den Triton. Genau. Mit IB oder den Doni Musa mit GC Zürich. Also was man schon kann sagen, man kann Pristina schon gratulieren zum Finaleinzug. Ja, richtig, also sind beide Spieler sind unter Vertrag bei Pristina. Richtig, richtig. Und sie haben schon zwei Spieler, die sich schon qualifiziert haben. Ja. Einmal also der Gentian. Stark, richtig. Der Gentian und der Mergim. Ja. Richtig. So, Chancenauswertung habe ich noch kurz gesehen, ist ziemlich ausgeglichen und es geht gerade los mit dem Doni und Grasshoppers Zürich in die zweite Halbzeit. Mal schauen, ob ihm der Support wird helfen. Wie wir gesehen haben, dann sind viele Leute für ihn. Vielleicht denkt er ja auch daran. So, der Angelo Di Morientes. Ich weiß nicht, was das mit Twitch gemeint ist. Sind da auf Facebook. Dann, der Steven sagt FCB gegen GC im Final. Also mit FCB hast du schon richtig getippt. Der FC Basel steht bereits im Final. Und die Frage ist einfach, wer von diesen zwei kann sich noch durchsetzen. Wird es IB oder wird es GC? Wir haben es gesehen. So, jetzt nochmal eine gute Schau. Gut geklärt von Doni. So, jetzt nochmal der Doni in Angriff. Versucht es über Russen. Aber er hat wenig Spieler dort. So kommt der Triton wieder am Ball. Mit einem gefährlichen Konter. Aber da ist Offside. Ja, und das geht abseits. Ein bisschen komisch ausgesehen. Richtig. Jetzt. An dieser Stelle noch eine kleine Info, wenn wir jetzt hier schon beide Pristina Bern E-Sport Spieler haben. Nächste Woche, am Sonntag, gibt es den ersten E-Sports Cup von FC Pristina Bern in Bern. Dort gibt es ein 2 vs. 2 Amateur-Turnier. Ich blende euch nachher schnell die Infos ein. Ah, der Doni hier mit einer guten Chance, gerade während ich am Erzählen war. Bin. Jawohl, also es gibt ein 2 vs. 2 Amateur Cash Cup Turnier. Dort geht es um 2'000 Franken. Also wer das Gefühl mit der, hat... Ja, oder, mit der, nein, ja. Ich sage jetzt mal eher, was ich dort rausgehört habe. Es gibt eine tolle Bar. Ja. Man kann dort Shisha rauchen. Also man kann dort FIFA spielen. Spielst, genau, richtig. Das 2 gegen 2. Plus kann man eben noch um 2'000 Schweizer Franken spielen. Was sicher nicht wenig ist. Richtig. Und nebenbei gibt es noch das 1 gegen 1 mit Profis, also mit E-Sportlern. Das heisst, also Spieler FC Basel, FC Luzern. Kann man sich da qualifizieren oder muss man sich anmelden einfach nur? Oder wie läuft das? Also das 2 vs. 2 kannst du einfach ein Ticket schnappen und du bist mit dabei. Ein Ticket findet man auf gameturnier.ch.
Ihr findet es auch auf der FC Pristina Bern Facebook-Seite. Ich blende es nachher noch gerne für die ein, die da wollen, dabei sind. Und eben beim 1 gegen 1, das ist eben auch noch cool. Dort sind nur eingeladene Spieler. Okay. Und das ist dann nicht das Amateurturnier, sondern das Pro-Turnier, genau, das E-Sport-Turnier. Dort eben haben sie Basel eingeladen, Luzern haben sie eingeladen, Lausanne hat sie eingeladen, so viele vom Gentian schon gehört haben. Hat jetzt zum Beispiel der eine oder andere eben auch schon zugesagt. Ja, das ist schon ziemlich etwas Grosses. Richtig, richtig. So, jetzt zurück zum Spiel. Jawohl. Die 75. Minute. Es steht immer noch 0-0 und man weiß immer noch nicht ganz genau, wer das Spiel machen wird. Vielleicht jetzt der Toni, kann profitieren vom Fehler vom Dritton, aber hat es lang. Macht halt da nicht genug dafür. Das schmeckt ein bisschen fast schon nach Verlängerung, ausser eben. Es gibt so einen Flüchtigkeitsfehler und dadurch, das haben wir auch schon oft gesehen. Ja, das also finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, was jetzt ein bisschen häufiger vorkommt, machst das ganze Spiel und nachher kommt in den 90 Minuten oder so 45 Minuten das Momentum führen und kassierst ums Goal. Richtig. So, da noch schnell die News, die wir vorhin durchgegeben haben. Nächste Woche das Turnier von FC Pristina Bern eSport. 2 vs. 2 ist der Cash Cup fürs Amateurturnier und das 1 vs. 1 ist mit den Pros, das ist jetzt da nicht auf der Info drauf. Also, wieder geht's, die 80. Minute läuft. So, jetzt nochmal der Toni, aber wie gut Verteidigung vom Dritten. So, da fragt der Akin, wer ist GC? Akin, du kannst dich jeweils orientieren von diesen Namen oben, also GC ist rechts, wie der Toni. Das haben wir so gemacht, dass so, es auch für vielleicht euch verständlicher ist. Und qualifiziert hat sich bereits der Duschan, genau, mit dem FC Basel fürs Finale. Mit 2-0 vorher gegen den Jovica Petrovic. So, die letzten 5 Spielminuten, da kann noch alles passieren. Wie man vorher gehört hat, gibt es immer wieder so ein Momentum, wo es einfach nicht für den Spieler läuft. Und so auch habe ich das Goal passiert. So, vielleicht jetzt noch einmal der Toni. Schöner Ball da in Lauf. Aber ist leider alleine dort, aber macht das gut. Macht das gut. Kriegt da auch noch den Einwurf in der gegnerischen Hälfte. Die 90. Minute ist abgebrochen. Und dann macht er einen Flüchtigkeitsfehler ganz am Schluss. Da haben wir ihn gekommen. Richtig. Jetzt vielleicht noch ein letztes Mal. Nein, das wird wohl nichts. Wenn er das geht ruhig nochmal über den Goalie richtig. Es geht in die Verlängerung. Es bleibt weiterhin spannend. Also für die, die eben noch veröppert sind, können ihn weiterhin supporten. Mit, sagen wir, Hashtag Dritton für den Dritton oder Hashtag Doni. Oder machen wir es mit Emojis. Sagen wir Daumen hoch für den Dritton und Herzli für den Doni. Also, Daumen hoch für den Dritton oder Herzli für den Doni. So, jetzt hat die Verlängerung angefangen. Ja, da trudelt schon mal die erste Herzli. Der Screen füllt sich mit Emojis. Also schön, man merkt sind schon, so der Doni aktiv mit dabei. Hat aktive Fans. Ja, richtig. Wir sehen da aber auch Daumen hoch für den Dritton ebenfalls da auf dem Screen. Aber ich sehe da viel mehr Herzli. Also es wird überrumpelt. Ja. Ja. Aber schön zu sehen, dass Leute auch aktiv, aktiv mit dabei sind. Ja. Vielen Dank da dafür. Und es ist immer noch alles offen. Beide haben jetzt da nochmal 15 FIFA-Spielminuten Zeit, um das Spiel können für sich entscheiden. Das oh, hätte auch können. Und es gibt das Goal. Der Dritton geht mit 1-0 in Führung. Ja, da hat der Toni vielleicht einen Moment nicht gut aufgepasst. Man merkt, es ist einfach durchgelaufen, der Dritton. Ja.
Schade für den Doni und für alle, die für den Doni sind. Aber was ich ganz am Anfang gesagt habe, der Doni ist immer in Rückstand geraten. Das darf man nicht, vergessen. Ja. Er braucht das vielleicht. Am Schluss. Ja. Vielleicht braucht er das wirklich, ja. Das heißt das immer. Also, in der Verlängerung ist es natürlich noch mal ein bisschen heikler. Also man hat da wirklich nicht mehr viel Zeit, um das noch gerade zu biegen. Wir werden jetzt sehen, ob das dem Doni gelingt. Vielleicht jetzt mit dem Weitschuss. Knapp daneben. Da gibt es aber noch geile Karten für Young Boys Bern. Also haarscharf am Goal vorbei. Hätte auch können der Anschlusstreffer sein können. Was aber nicht auch wollen. Jetzt hier nochmal der Ball für den Triton. Kann er etwas machen? Kann er das 2-0 erzielen? Jetzt ist er natürlich ein bisschen mehr in Überzahl, sage ich mal, im Angriff. Ja, natürlich, weil der Doni muss jetzt einfach aufmachen. Kann nicht immer mit allen Spielern dahinter bleiben und verteidigen. Muss jetzt ein bisschen etwas riskieren, aufmachen. Richtig. So, jetzt da kommt er vielleicht nochmal. Na, das war jetzt für mich ein bisschen unklar gewesen, was da passiert ist. Aber ich sage mal, jawohl. Overtime, Halbzeit Nummer 1 ist durch. Also man sieht eigentlich, der Doni hat mehr Ballbesitz, aber liegt in Rückstand. Vielleicht kann er das auswerten, indem er jetzt einfach die nächste Chance souverän vollzieht und abschließt. Richtig. Sonst sieht das eigentlich bitter aus für den Doni, wenn er das nicht macht. Jawohl. Momentan werden jetzt der Duschan mit dem FC Basel und der Triton Arifi mit dem Young Boys. Mit den Young Boys Bern, genau. Bern im Finale. So, man sieht jetzt, der Doni hat die 3er-Abwehr reingelegt. Das heisst, alles oder nichts. Ja, so lautet es beim Mau. Also, wenn er jetzt nicht das 1-1 macht, dann gibt es keine Elfmeterschüsse. Man hat einfach wenig Zeit in der Verlängerung, das weiss man. Ja, nicht da richtig, muss man jede Chance nutzen. Zweimal 5 Minuten Halbzeit. Ja. Das ist halt wirklich. So, jetzt noch eine grosse Chance. Eckball. Es bleibt spannend. Jetzt vielleicht. Akrobatisch, schon wieder. Aber der Ball geht übers Goal. Es bleibt spannend, Die letzten 10 Minuten mit dem 1-0-Führung für den Dritten. Schönes Zusammenspiel da. So, jetzt vielleicht. Ah, schön gespielt da vom Doni. Kommt zum Abschluss, aber der Ball geht wirklich deutlich neben das Tor. Merkt, die Nerven vielleicht sind nicht mehr zu 100% da. Ja, man sieht es mal an, ja. Man will das Goal schiessen. Ja, richtig. Aber der dritte. Ja, es bleibt sicher noch 1-2 Chancen. Es bleibt spannend. Also ich bin ich fiebere da gerade mit beiden mit. Ja. Es ist ein spannendes Spiel gewesen bis jetzt, in der Tat. Aber eben wie du siehst, der Doni immer noch mehr mit dem Ball, ja, macht ein bisschen mehr. Aber der Triton, er ist ein bisschen effektiver. Ja. Oder? Er macht das gut. Ja. Also man merkt, er weiß, was er muss machen, wie er muss ungefähr spielen, dass die Zeit auch ein bisschen läuft. Richtig. Das und jetzt sind bereits schon 120 Minuten gespielt. Da habe ich das unnötiges Dribbling, was ihm vielleicht ein bisschen schaden könnte. Aber jetzt mal schauen, was der Doni macht mit dem letzten Angriff. Jawohl, also der Doni mit dem letzten Angriff. Bald ist es vorbei. Spielt er noch einmal über. Kommt er da zum Flanken. So, er setzt sich durch. Macht das gut, jetzt noch einmal. Er ist immer noch am Ballen. Aber jetzt haut er ihn sicher führen und es ist vorbei. Und verliert leider das Spiel 1-0. Gratuliere somit am Triton Arifi zum